Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play The Sims 3 Unterschiede im Stammbaum-Challenge. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wir sind nach wie vor in China und wir hatten ja in der letzten Folge so ein bisschen das Problem, dass uns lauter Aufträge hier angeboten wurden, die wir eigentlich schon gemacht hatten. Also das war irgendwie so ein kleines bisschen verbuggt. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit einige von denen angenommen und die abgeschlossen und das Geld dann wieder weggecheatet, damit wir hoffentlich jetzt neue Aufträge bekommen. Genau, es ist 6 Uhr morgens. Wir starten in einen neuen Tag und Laura steht gerade schon an der Abenteuertafel und ich hoffe sehr. Ah ja, genau, das ist das Geld, das ich weggecheatet habe. Laura? Laura? Komm zurück. Warte mal, ich setze sie mal ganz kurz zurück hier. Reset Laura Lothario. Schön, fängt gut an. Es fängt gut an heute. So, jetzt probieren wir das vielleicht nochmal. Was möchte sie denn? Frühlingsrollen essen, okay. Wirf doch. Wo ist denn unser Geld eigentlich hin? Ha, okay. Wissen über die Vergangenheit. Laura, ich glaube, ich weiß, wer uns helfen kann, Zugang zur Drachenhöhle zu erhalten. Waren wir nicht schon in der Drachenhöhle? Ich hoffe, das ist nicht wieder so ein Auftrag, aber wir machen mal weiter. Ein einheimischer Sim namens Wu Xiu behauptet, das Geheimnis zu kennen. Sprich so bald wie möglich mit Wu Xiu, damit wir weiterkommen. Okay, wir sollen den nach der Drachenhöhle fragen. Wo ist denn mein Geld hin? Hallo? Geld? Naja, vielleicht kommt es ja irgendwann wieder. Also, ich weiß es nicht. Vielleicht, wisst ihr was? Wir gehen mal einmal kurz zurück in unser Häuschen und ziehen uns kurz was zu essen rein. Genau, und hier ist unsere Gelegenheit. Wunderbar. Wie ist denn eigentlich die Lage zu Hause? Ich habe die ein bisschen vernachlässigt. Aber ich glaube, es geht ihnen gut. Ja, sie haben alles, was sie brauchen. Sie haben was zu essen. Sie haben sanitäre Anlagen. Müsste eigentlich alles passen. Dann holen wir uns hier mal kurz was zu essen und stellen das dann in den Kühlschrank, damit es noch möglichst lange hält. Ich muss sagen, diese Küchentheke gefällt mir doch gar nicht so gut, wie ich dachte. Vielleicht muss ich die nochmal ersetzen. Aber, ach, schaut mal, unser Geld ist wieder da. Ja, sehr schön. Das freut mich. Es geht bergauf. Es geht bergauf. Geht's euch allen gut? Ich wünschte, ich könnte euch noch mehr Sachen kaufen, damit ihr euch hier beschäftigen könnt. Aber leider bin ich gerade noch ein bisschen broke. Aber nicht mehr lange, weil wir gehen jetzt mal Wuxio nach der Höhle fragen. So. Ein Ziehhaushalt ist der, okay. Ich hätte jetzt auf den Xio-Haushalt getippt, aber was weiß ich schon? Was weiß ich schon, ne? Oh, das sieht voll cool aus mit diesem kleinen Innenhof hier. Das sieht richtig schön aus. Wer bist du denn? Oh mein Gott, die Stiefel. Xeng Yang Zi. Du hast einen ganz tollen Schuhgeschmack, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das super. Ich finde das super. Aber ich glaube, wir müssen vermutlich zu deinem Vater oder so? Xeng Yang ist ein Party. Okay. Ah, das ist. Ach, das ist. Ah, oh, okay. Das ist eine Frau. Anhören. Ja, okay. Ich weiß nicht, warum ich dachte, das wäre ein Mann, aber es ist eine Frau. Und wir sind schon befreundet. Okay. Dann verrate mir doch mal, was du über die Drachenhöhle weißt, meine Liebe. Also, ich weiß, dass wir schon mindestens einmal in der Drachenhöhle waren, aber okay. Der Erinnerungszaubertrank. Ja, die Drachenhöhle. Ich erinnere mich an einen Teil der Geschichte. Ein großer Abenteurer namens James Vaughan hat die Drachenhöhle vor fast 100 Jahren renoviert. Ich verstehe nicht so ganz, was es mit diesen Renovierungsarbeiten auf sich hat, ehrlich gesagt. Da steht immer, die Drachenhöhle wird renoviert, aber das klingt richtig weird. Ich verstehe es nicht so ganz, aber gut. Seine Arbeit aber anscheinend nicht zum Abschluss gebracht. Ich glaube, den Rest habe ich vergessen. Ist das dein Ernst? Shensu verkauft einen Erinnerungszaubertrank, den ich mir aber nicht leisten kann. Bringe Shensu im Austausch für die Zaubertrank zwei Platinstücke. Okay. Wir haben leider kein Platin im Inventar, aber hier ist ein Stückchen Platin. Da. Ja, komm. Hier sind zwei Platinstücke relativ nah beieinander. Dann holen wir uns einfach die. So. Ach, schaut mal. Hier ist Hans Obstgarten. Ich liebe dieses Baum-Default-Replacement. Das sieht so viel besser aus als die Bäume im Basisspiel. Das ist einfach nice. Ich liebe das. Ich liebe das. Aber Kirschen und so haben wir ja eigentlich schon, müssen wir uns schon gesichert haben, oder? Halt, stopp. Kann ich, ja. Ich kann hier rein schon. Wir haben Pflaumen auf jeden Fall. Hä, aber warum haben wir denn keine Kirschen? Sollen wir uns schnell. Und Pomelos. Wisst ihr was?
da holen wir uns vielleicht noch ein bisschen was. Warte, hier sind Pomelos und da sind Kirschen, oder? Ja. Dann holen wir uns da jetzt noch Kirschen und Pomelos, wenn wir eh schon in der Gegend sind, ne? Dann können wir das eigentlich ganz gut machen. So, die Platinstücke sind auch eingesammelt. Jetzt haben wir drei Pomelos. Dann ernten wir hier noch einmal kurz den Kirschbaum ab. Dankeschön, Dankeschön. Nee, mehr müssen wir nicht machen. Und dann müssen wir irgendeinem Händler müssen wir die Platinstücke bringen, oder? Der Besonderheitenhändler. Oder könnten wir eigentlich. Eigentlich könnten wir da auch mal gucken, was der so verkauft. Das haben wir schon eine Weile nicht mehr gemacht, glaube ich. Ich meine, wir waren ja auch einfach generell schon eine ganze Weile nicht mehr unterwegs, ne? Weil wir jetzt erstmal hier die neue Generation in die Welt setzen mussten, damit wir dann die neue Generation überhaupt spielen können. Auf die ich mich übrigens schon sehr, sehr freue. Ich habe große Pläne, Leute. Ich habe große Pläne. Ihr dürft euch auf was freuen. Aber natürlich sind wir jetzt erstmal mit Laura noch nicht durch, ne? Halt, warte! Ja, okay. Dann gehen wir mal den Zaubertrank abliefern. Ha, wie dumm. Wuxio könnte sich nicht mal an Alsimhara erinnern, wenn man danach fragen würde. Hier ist der Zaubertrank. Damit sollte Wuxio sich wieder erinnern. Und wir haben sogar Kohle dafür bekommen, dass wir ihm was abgekauft haben. Das ist. Also, ich schätze das. Ich finde das gut. Ich finde das gut. Sollen wir übrigens die anderen nochmal in die Akademie schicken? Wisst ihr was? Das machen wir. Dann können die sich wenigstens da ein bisschen beschäftigen. Wo ist nochmal die Akademie? Hier. Oder in den Garten. Wisst ihr was? Okay, das Wetter ist jetzt nicht so gut, aber geht doch ein bisschen in den Gelehrtengarten. Ich glaube, das Problem mit der Tür müsste sogar auch gefixt sein. Ich guck mal ganz kurz. Ich habe eine neue Tür gekauft, einfach. Also die gleiche wie davor, aber quasi einmal komplett ausgetauscht. Und jetzt geht's auch wieder. Und sie haben keine Probleme mehr, da irgendwie raus und reinzukommen. Also das war auch schon wieder ein bisschen seltsam. Ach, aber ich liebe dieses kleine Häuschen so sehr. Das ist so schnuckelig. Okay, Laura, hast du den Zaubertrank schon abgeliefert? Warum hast du den Zaubertrank nicht abgeliefert, meine Liebe? Vielleicht wollte sie erst noch ein bisschen plaudern. Ja, jetzt plauder mal fertig. Wir haben wichtige Dinge zu tun. Sehr, sehr wichtige Dinge. Okay. Oh, Simpa. Igitt, dieser eklige Zaubertrank schmeckt echt grauenhaft. Wenn ich nicht so vergesslich wäre, müsste ich nicht so viel davon trinken. Ah, mein Kopf. Jetzt erinnere ich mich wieder. James Vaughn hatte einen Gehilfen namens Sinpa, der über Vaughns Abenteuer Buch führte. Sinpa ist auf mysteriöse Weise sehr jung ums Leben gekommen, doch Hui Yong Kim ist immer noch im Besitz des von ihm geerbten Tagebuchs. Du musst Hui Yong Kim überreden, es dir zu geben. Okay. Okay, wo ist der? Ach, lol. Guckt mal hier. Der läuft zufällig gerade. Ach so, nee, das ist auch schon wieder eine Frau. Ich hab's drauf hier mit den Geschlechtern. Ich hab's absolut drauf. Oh, die hat aber schöne Arme. Alter, hallo Routing. Bitte. Lassen Sie mich hin. Danke. Wir machen mal begrüßen. Nein, bleib stehen. Okay, sie ist stehen geblieben. Okay. Alles klar. Alles klar. Boah, ist gerade ein bisschen ruckelig, ne? Es ist gerade ein bisschen ruckelig. Gucken wir doch mal, ob wir dich da. Entschuldigung. Begrüßen. Ist das jetzt nicht dein Ernst? Komm, bitte. Oh mein Gott, okay. Wir probieren es nochmal. Scheiße. Okay, pass auf, Hui Yong Kim. Ich weiß nicht, wohin du gerade unterwegs warst. Ah ja, okay. Aber wir lassen sie jetzt einfach mal ihren Weg fortsetzen. Ja, ich glaube, die geht ins Basiscamp. Okay, cool. So, wir wa warten, bis sie angekommen ist. Beziehungsweise sie müsste jetzt. Sag mal, Laura. Läufst du denn? Oh mein Gott. Aber sie schwebt in der Luft. Wow, okay. Das ist genial. Halt, stopp, Hui Yong Kim. Bleiben Sie bitte stehen. Ich möchte Sie begrüßen. Dankeschön. Weil jetzt sollte sie ja ruhbar wieder sein, ne? Wunderbar. Wunderbar. Ja, ich glaube, da müssen wir vielleicht noch ein bisschen mehr Arbeit reinstecken. Hui Yong Kim mag keine Kinder.
ist ehrgeizig und eine Einzelgängerin. Das sind sympathische Eigenschaften auf jeden Fall. Was machen wir denn? Von Naturschwärmen? Vielleicht kommt das ja an, weil ich glaube, ein bisschen müssen wir sie tatsächlich noch einwickeln. Ein kleines bisschen. Es ist voll krass irgendwie. Wir haben jetzt schon so viel Zeit in China verbracht, dass echt viele von diesen Townies hier einfach Senioren sind mittlerweile. Oh, sie hält uns für langweilig? Entschuldigung. Besänftigen, besänftigen. Das ist gut. Das kommt bestimmt gut an. Ey, die Interaktion setze ich echt sehr, sehr selten ein. Ey, hat das jetzt geklappt? Wir fragen einfach mal. Wir fragen einfach mal. Wenn sie es uns nicht sagen will, dann geben wir uns noch ein bisschen Mühe. Es hat funktioniert. Sin Pas Tagebuch. Warte, was? Reise nach Champs-le-Sim? Scheiße. Nein. Ich habe mich so gefreut, dass wir endlich wieder ein Abenteuer spielen können, was wir noch nicht gemacht haben. Und jetzt müssen wir nach Champs-le-Sim reisen? Eieiei. Laura, scheinbar musst du nach Champs-le-Sim in Frankreich reisen, um die Prophezeiung zu erfüllen. Dem Tagebuch zufolge weiß wohl der nektarhandelnde Sim im Nektarium von Vaughns Schlüsselstein. Reise nach Champs-le-Sim und sprich mit dem nektarhandelnden Sim, um herauszufinden, wo sich der Schlüsselstein befindet. Nee, sorry. Ich komme nochmal auf dich zurück, versprochen, aber ich bin gerade erst angekommen. Ich würde gerne noch ein bisschen hier Zeit verbringen, weißt du? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hoffentlich kriegen wir jetzt noch einen guten Auftrag. Aber ey, immerhin sind wir gerade direkt sowieso neben der Abenteuertafel. Des Mini-Herrschers Leibgarde. No, I doubt it. Hohe Jade-Nachfrage? Die Fische des Gelehrten? Sag mal, Leute, kann das sein, dass das die einzige Quest ist, die wir noch machen müssen? Weil uns fehlt nämlich nur noch ein einziges Gruftsiegel. Wartet mal ganz kurz, Leute. Ich google mal schnell was, ne? Okay, also, ich bin jetzt auf Simension. So eine gute Website. Und habe hier eine Auflistung aller Gruften in China. Und es sind tatsächlich nur 8 Gruften. Der Schlund des Drachen, die Terrakotta-Armee, der Tempel der Himmel, die heißen Quellen, der Zufluchtsort der geballten Faust, die Hallen der verlorenen Armee, Donghuos Schatzkammer und eine verlassene Scheune. Ich glaube, es könnte tatsächlich sein, Leute, dass das einfach die letzte Quest ist, die wir spielen müssen. Upsi, okay, wisst ihr was? Aber dann verdienen wir jetzt wenigstens noch ein bisschen Geld. Und machen hier, okay. Wollen wir das mit den Raubwanzen wirklich nochmal machen? Ah, wir haben ja schon eine. Wir haben schon eine Raubwanze. Das heißt, es kann gut sein, dass wir jetzt instant noch die zweite finden können. Raubwanze, Raubwanze, oder? Raubwanzi, Wanzi, Wanzi, bitte. Habe ich mich zu früh gefreut jetzt? Habe ich mich jetzt wirklich zu früh gefreut, ja? Ist das dein Ernst? Hier ist nirgendwo auch nur eine Raubwanze? Cool, was ist eigentlich das hier? Kehre nach Ägypten zurück, okay. Ja, schade. Schade, Schokolade. Aber, okay, pass auf, Leute. Neuer Plan. Dann machen wir jetzt einfach ein paar so kleine Quests. Gucken, ob vielleicht doch noch, vielleicht morgen eine neue Quest auf der Abenteuertafel steht. Und bis dahin, kümmern wir uns halt um Yusuf, ne? Was macht Yusuf? Ach, guckt mal, der gute Mann meditiert. Was machen die Kiddos? Sind die zu Hause? Marek ist zu Hause, Mirabelle aber nicht. Mirabelle, geh mal nach Hause. Yusuf könnte eigentlich noch ein bisschen weiter meditieren, oder? Wartet mal. Wie weit bist du denn jetzt, Yusuf? Er ist jetzt fast bei Level 7. Weißt du was, Yusuf? Wo ist er? Hier war doch auch so ein Trainingsdingsy, oder? So eine Trainingspuppe. Aber wo? Hier, da im Eck. Komm doch mal hier rüber, mein Lieber. Ich hätte gerne, dass du jetzt noch Level 7 erreichst. Und dann würde ich gerne nochmal gegen den anderen Dude antreten. Also je nachdem, wenn wir dann dieses braune Outfit haben. Weil das, glaube ich, spricht ja dann dafür, dass er auf demselben Fähigkeitenlevel ist, oder? Yusuf hat für die Fähigkeit Kampfkunst zu ihm Level 7 erreicht. Er kann jetzt andere Sims in der Kampfkunst unterrichten. Oh mein Gott, Alter, habe ich mich gerade erschreckt. Entschuldigung. Ach du Schande. Ja, geh mal nach Hause, Yusuf. Oh, wir könnten auch ein bisschen mit Laura trainieren, ne? Wie läuft's bei euch?
Wisst ihr was? Ich richte jetzt mal ganz kurz die Küche neu ein, weil irgendwie gefällt mir hier dieser Counter doch nicht. Und wir haben jetzt ein bisschen Geld verdient. Deswegen glaube ich, ist das okay, wenn wir auch einen Teil davon ausgeben. Was stellen wir uns da denn jetzt rein? Sollen wir einfach ganz schlicht eine Küche machen? Ich glaube, wir machen einfach eine ganz schlichte Küche. Was haben wir hier nochmal für ein Holz ausgewählt gehabt? Das hier ist das. Okay, wisst ihr was? Wir probieren jetzt einfach mal aus, was passiert, wenn ich so mache. Okay. Ich hätte gern die Platte weiß. Nee, das war nicht das Richtige. Okay. Was ist, wenn wir so tauschen? Das schon eher. Was ist denn jetzt? Ah, okay. Wartet mal. Dann mache ich. Das hier müsste die Tür sein, oder? Wenn ich die ein bisschen dunkler mache. Dass sich das so ein bisschen abhebt, wenigstens, fände ich ganz schön. Oder andersrum. Nee, ich glaube so. So rum gefällt mir das. Okay, cool. Dann richten wir uns jetzt hier die Küche ein bisschen mehr ein. Guckt mal, wir könnten uns sogar einen Herd kaufen, Leute. Dann brauchen wir aber auf jeden Fall auch noch eine Alarmanlage, ne? Hier. Genau. Und ein Spülbecken wäre auch noch geil. Ein Spülbecken wäre auch noch. Das wäre was. Okay, cool. Ja, jetzt ist ein Großteil unseres Geldes weg, aber wir kriegen ja dann wieder sau viel Geld, wenn wir die zweite rote Raubwanze abgeben. Deswegen finde ich das jetzt nicht so schlimm. Yusuf, du bist auf dem Weg nach Hause. Ja, wunderbar. Wunderbar. Ich habe echt nicht damit gerechnet, dass wir in China quasi schon durch sind, aber das ist so die einzige Erklärung, die mir hier gerade einfällt, ehrlich gesagt. Das ist die einzige Erklärung, die mir einfällt. Dann holen wir uns doch mal ein Gelee-Sandwich und dann könnten wir noch ein bisschen mit Laura zusammen trainieren. Ach, guckt mal, sie würde gerne ihre Logikfähigkeit verbessern. Es wäre natürlich cool, wenn wir uns jetzt noch ein Teleskop leisten könnten, ne? Aber ich glaube, das ist nicht drin. Aber ist okay. Ist okay. Wartet mal, warum? Ach, Josef. Josef ist müde? Er ist zu müde, um noch zu trainieren. Ach, man, das ist schade. Aber bist du auch zu müde, um das Klo zu putzen? Das ist richtig schade. Weil das hätte ich heute noch gerne gemacht, aber ja, ich meine, es ist halt auch schon relativ spät, na, das stimmt schon. Ja, dann muss er sich vielleicht schon hinlegen, oder? Nein, wisst ihr, was wir noch machen können? Der kann auch noch ein bisschen meditieren. Der kann auch noch ein bisschen meditieren. Meditieren. Ich fände es so cool, wenn der so eine Art Großmeister würde. Wartet mal. Hier. Großmeister, genau. Und dann gibt es noch hier Meister der Meditation. Meditiere 150 Stunden, um ein Meister der Meditation zu werden und kinderleicht zu zen-portieren. Dafür, genau, müssen wir 150 Stunden lang meditieren und bisher haben wir 3 Stunden lang meditiert. Ja, gut. Hey, aber es wäre voll cool, ach, guck mal, die anderen gehen alle schon ins Bett. Es wäre voll cool, wenn wir mit ihm jetzt mal so diesen meditativen Schwerpunkt erreichen könnten. Ich weiß nicht genau, ob das schon geht auf Level 7. Achso, das ist der meditative Schwerpunkt, genau. Aber er schwebt jetzt noch nicht in der Luft. Kriegen wir das hin? Ah, er ist so müde, er ist so müde. Wir müssen Schluss machen, glaube ich. Ah, Mist. Ich dachte, er kann sich vielleicht nach oben ins Schlafzimmer zen-portieren. Das wäre schön gewesen, aber okay. Dann darfst du jetzt ins Bett gehen und dann können wir ja morgen noch ein bisschen trainieren. Ein neuer Tag bricht an und Laura darf jetzt schon mal aufstehen, unter die Dusche hüpfen und, oh, haben wir nichts mehr im Kühlschrank? Naja, gut, aber dafür können wir jetzt Pfannkuchen machen. Mach doch mal Pfannkuchen zum Frühstück, Mama. Das wäre. Oh, stopp. Okay, nein. Wir brauchen mehr als ein Badezimmer, glaube ich. Damn. Dann machen wir einfach erst das Frühstück und dann begeben wir uns unter die Dusche. Und ich hoffe, dass in der Nacht hier irgendwo eine kleine rote Raubwanze gespawnt ist. Das wäre ganz toll. Das wäre richtig, richtig toll. Ja, das kann eigentlich nicht sein, dass immer noch keine gespawnt ist. Das kann nicht sein. Werden die mir nicht angezeigt? Dies es spawnt doch eigentlich immer, jeden Tag mindestens eine, oder? Gott, ich hasse Raubwanzen. Warum habe ich diesen Auftrag angenommen? Aber jetzt denke ich mir also, jetzt die Hälfte haben wir ja schon, weil eine haben wir ja schon gefangen, ne? Okay, passt auf. Haben wir eigentlich den Sammelhelfer schon? Ich glaube, wir haben den Sammelhelfer noch gar nicht. Dann gönnen wir uns den. Für den Fall der Fälle. Das ist immer gut, glaube ich.
Sammelhelfer. Und wir haben eh viel zu viele Belohnungspunkte. Ich weiß gar nicht, was ich damit tun soll. Okay. So. Frühstück ist gleich fertig. Ist Josef eigentlich... Nee, Josef schläft. Der arme Kerl. Der hat sich ein bisschen verausgabt gestern, glaube ich. Wunderbar. Die Pfannkuchen sind fertig. Dann nimm dir doch mal einen Teller und spring dann unter die Dusche. Und dann gucken wir nochmal, ob wir nicht doch irgendwo eine Raubwanze finden. Das wäre natürlich schon... Ach nee, jetzt ist... Weißt du was, Josef? Ganz ehrlich, du musst nicht alleine duschen. Das sehe ich gar nicht ein. Dann springe ich halt mit unter die Dusche, ne? Ist gar kein Problem. Gar kein Problem. Bisschen weird, dass die Kiddies hier gleich nebenan sind. Aber die sind ja ganz leise, ne? Die sind ja ganz leise. So, Josef, du kannst dir auch was zu essen nehmen. Genau, dann stellen wir den Rest mal weg. So, und dann schauen wir nochmal. Bitte, 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 Raubwanzi. Hey, du da, erkunde die Drachenhöhle. Nein. Nein, danke. Ich möchte das nicht. Raubwanze, wo bist du? For fuck's sake. Nein, ich will nicht speichern jetzt. Wann spawnen die Mistviecher denn? Wann spawnen diese Mistviecher? Ich raste aus. Okay, kein Problem. Überhaupt gar kein Problem. Wir checken später nochmal. Wir checken das einfach später nochmal. Aber ich schwöre, ich werde heute noch eine Raubwanze finden. Oder sollen wir einfach mal, wartet mal. Insekten. Wir aktivieren mal hier beim Sammelhelfer die Insekten. Und dann gucke ich einfach mal, ob vielleicht irgendwo was angezeigt wird, wo typischerweise Raubwanzen spawnen. Ich kann mich leider nicht mehr dran erinnern, wo typischerweise Raubwanzen spawnen, aber... Oh, guck mal, ein Vögelchen. Okay, da ist ein Schmetterling. Hier hinten. Sind sie eine Raubwanze? Warte mal, was? Oh, oh, jemand hat bemerkt, dass Josef Lothario in seinem Liebesleben nicht unbedingt treu war. Langsam verbreitet sich in der Stadt die Erkenntnis, Josef Lothario sei ein Rotzlöffel. Ach, der hat noch hier dieses alte Girlfriend in Ägypten, ne? Scheiße. Hallo? Was ist das hier? Ich höre was krabbeln, aber ich sehe nichts. Ah, doch, da ist was. Okay, das ist aber keine Raubwanze. Okay, was ist mit hier oben? Sind sie eine Ach, Leute, ich dachte gerade, hier ist eine Raubwanze. Oh mein Gott, ist das ein hübscher Vogel. Guckt mal, was ist das? Ein Kardinal. Ach so, nee, das hier ist ein Schmetterling. Okidoki. Hier? War hier nicht immer hier so eine rote Raubwanze? Komm schon, zeig dich. Was bist du? Nee, ist auch keine. Ah, dammit. Okay, ich gebe erstmal auf. Ich gebe erstmal auf. Ich finde, wir sollten ein bisschen mit Josef trainieren. Damit wir dem auch mal zu einem Sieg verhelfen können. Jetzt bin ich aber gespannt, welches Outfit er anhat. Hä? Immer noch blau? Warum ist sein Outfit immer noch blau? Er hat doch einen höheren Fähigkeitenlevel erreicht. Oh, und er will China-Pfanne essen. Er will China-Pfanne essen und sie will Frühlingsrollen essen. Ich glaube, wir müssen heute noch ein bisschen kochen. Haben wir dafür alle Zutaten? Ah, Laura hat für die Fähigkeit Kampfkunst Level 6 erreicht. Nee, wir brauchen... Für Gemüserollen brauchst du Tofu? Echt? Ja, okay. Tofu, Paprika und Knoblauch müssen wir kaufen. Hä, wirklich? Wartet mal ganz kurz. Ich guck mal hier in mein... Boah, Alter, hier oben ist ein bisschen crowded. Wo sind sie denn? China-Pfanne, Paprika und Knoblauch. Ah, nee, nicht Gemüserollen ist nicht das Richtige. Hä, wartet mal. Hat sie das gar nicht... Hat sie das noch nicht gelernt, Frühlingsrollen zuzubereiten? Was ist mit Josef? Josef kann die zubereiten. Dafür brauchen wir Kopfsalat und Ei. Da müssen wir heute fast noch einkaufen gehen, ne? Dann müssen wir heute noch einkaufen gehen. Aber das ist ja kein Problem. Cool. Hey, Laura hat ihn besiegt? Aber er ist ein Level über ihr. Ich fordere eine Revanche.
Ich fordere eine Revanche. Vielleicht, wartet mal ganz kurz. Vielleicht gibt es ja innerhalb der Kampfkunstfähigkeit, wo ist sie denn? Hier. Noch eine zweite versteckte Fähigkeit, die quasi misst, wie viele Wettkämpfe sie schon gemacht haben. Weil Laura... Hey, Laura hat noch nie verloren, aber schon 8-mal gewonnen? Ja, okay. Also sie hat auf jeden Fall 8 Wettkämpfe schon hinter sich und er halt erst... Nee, warte mal. Das kann es eigentlich auch nicht sein. Ah, warte, hier steht's. Meister des Simfu, er hat an 9 Wettkämpfen teilgenommen. Hä, und Laura dann erst an 8? Okay, dann ist meine Theorie Bullshit. Ja, dann ist meine Theorie absoluter Quatsch. Ja, dann weiß ich nicht, warum Yusuf irgendwie nicht... Hä, aber Yusuf hat jetzt auch diese... Seht ihr das? Diese Effekte, wenn er sich bewegt. Das ist richtig cool. Hä? Warum verliert er denn die ganze Zeit? Ist er ein Loser? Nee. Das check ich gar nicht. Ich verstehe nicht, warum er die ganze Zeit verliert. Mann, der arme Yusuf, er will doch auch einfach nur einmal siegen. Ist das sad? Ich meine, Laura hat schon auch mehr Kampferfahrung, ne? Die hat ja auch schon gegen Mumien gekämpft und so, deswegen. Aber trotzdem. Schon wieder 2-0. Ernsthaft? Hä? Das verstehe ich nicht. Naja, okay, wisst ihr was? Ich glaube, wir gehen jetzt mal auf den Markt einkaufen. Wollt ihr alle mitkommen oder bleibt ihr hier? Nee, ich glaube, ich lasse sie schnell hier. Wir brauchen Knoblauch, Paprika, Kopfsalat und Eier. Genau. Dann gehen wir einfach mit Yusuf jetzt mal kurz einkaufen. Besorgen ein paar Sachen auf dem Markt. Und dann können wir uns nämlich ein leckeres Abendessen zubereiten. Genau. Nicht Essen kaufen, sondern normale Sachen kaufen. Genau. Und die anderen müssen sich ja jetzt zu Hause ein bisschen miteinander beschäftigen. Aber ich finde das ehrlich gesagt gar nicht schlecht, weil also die Tatsache, dass halt in dem Haus noch so wenig ist, womit sie sich beschäftigen kann, führt halt einfach dazu, dass sie sich miteinander beschäftigen müssen. Und das finde ich eigentlich ganz gut. So, Kopfsalat, habe ich gesagt, braucht man, ne? Eigentlich reicht das, wenn ich jetzt von jedem 3 kaufe, weil wir haben den Scheiß ja zu Hause, ne? Zwiebel war es nicht. Es war Paprika, Knoblauch und Eier, ne? Genau. Alles klar. Dann kannst du jetzt wieder nach Hause gehen. Ach, wir sind ja eh super nah an der Stadt dran, ne? Das ist cool. Das ist sehr, sehr cool. Und dann, was machen wir denn jetzt heute zuerst? Die China-Pfanne oder? Ne, wir machen die Frühlingsrollen, weil ich glaube, er kann ja nur die Frühlingsrollen machen, ne? Wo sind sie denn? Genau. Er hat das Rezept für China-Pfanne hat er noch gar nicht gelernt. Ach lol, ich habe total vergessen, dass wir nicht so viel Geld hatten. Jetzt haben wir nur noch 6 Simoleons. Okay. Ja, aber ist okay. Papa macht jetzt meine Portion Frühlingsrollen. Genau, dann können alle zusammen essen und dann machen wir uns nochmal auf die Suche nach einer roten Raubwanze, Leute. Alter, wie lange dauert denn das, bis die fertig gebraten sind hier? Hat er eigentlich schon die schneller Lerner? Ja, okay. Wunderbar. Okay, Haushalt zum Essen rufen. Kommt mal alle her, ihr Süßen. Ich weiß, wir haben noch keinen Esstisch, aber wir können ja trotzdem zusammen essen, ne? Boah, das sieht schon lecker aus. Ich liebe Frühlingsrollen. Wie sie alle hier stehen und ihre Frühlingsrollen futtern. Das ist so süß. Oh mein Gott, das ist so schnuckelig. Auch ein bisschen random, aber auch süß. Okay. Er beschwert sich hier. Mama, warum haben wir so wenig Geld und warum hat Papa das alles für Eier ausgegeben? Okay, so. Dann würde ich sagen, Yusuf, dich schicke ich jetzt nochmal. Leider können wir uns ja jetzt keine Trainingsfigur leisten, ne? Das ist ein bisschen schade, aber bald. Bald, ich schwöre es dir. Wo ist nochmal die Akademie? Da. Ich schicke Yusuf jetzt nochmal in die Akademie. Der soll noch die Zeit nutzen und trainieren. Ah, nee, nicht hierhin joggen. Ja, eigentlich kann der die Kiddies auch mitnehmen, oder? Dann haben die was zu tun. Geht mal hier rüber. Und dann möchte ich, dass du ein bisschen trainierst. So, und du, Laura. Ja, wir gucken, ob wir irgendwo so eine verfluchte Raubwanze finden können. Ja, oh mein Gott. Because we need some money.
Oh, da sitzt wieder ein Vögelchen, ein afrikanischer Graupapagei. Ich bin immer noch dafür, dass wir uns wieder einen Vogel zulegen. Sollen wir mal versuchen, ob wir uns mit dem anfreunden können? Das versuchen wir mal. Achso, wo. Ah, da ist die Raubwanze. Nee, wartet. Erst müssen wir uns um die Raubwanze kümmern. So, ich beobachte auch mal ganz kurz, ob Yusuf schon angekommen ist. Und ob er dann tut, was ich ihm aufgetragen habe. Sieht gut aus. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Hell yes. Okay, dann beobachten wir jetzt einmal ganz kurz den afrikanischen Graupapagei. Oh mein Gott, schaut mal der Himmel. Ich weiß leider gerade nicht auswendig, welchen Lighting-Mod ich gerade drin habe, aber wie geil sieht das bitte aus, oder? Wie geil sieht das denn gerade aus? Wartet mal, ich hätte gerne. Wo ist denn die Stadt? In welche Richtung liegt denn die Stadt? Da. Ja, okay, das sieht nicht so gut aus. Das ist mir ein bisschen zu gesättigt hier, die Farben. Okay, wenn wir den jetzt kurz beobachten. Upsi. Und dann versuchen, Freundschaft mit ihm zu schließen. Oh, schau mal, wie er sie putzt. Oh mein Gott, ist das süß. Ich will ihn fotografieren. Ist das cute? Damn, ist das cute. So, wir gehen mal ein bisschen näher ran. Die Frage ist, wie nah komme ich ran? Ah, schon ziemlich nah. Aber ich komme nicht mehr weiter runter. Schaut mal, wie süß der ist. Oh mein Gott, ich liebe ihn. Ich weiß, du wirst mein Freund werden. Wir werden beste Freunde werden, du und ich. Gott, ist der cute. Okay. So, wie lange beobachtet sie den Vogel jetzt, ist die Frage. Ist der Vogel hier schon in unserer Beziehungsleiste? Irgendwie nicht, ne. Okay. Wir beobachten ihn nochmal. Weil ich will sicher gehen, dass er sich mit uns anfreunden will. Baluna. Bitte pick nicht in meinen Finger, sondern werde mein. Geschafft! Wir haben es geschafft! Oh, ich weiß auch schon, wie ich ihn nennen will. Der Name ist mir gerade sehr spontan einfach ins Hirn geschossen. Wir nennen ihn Charlie. Ich finde, er sieht aus wie ein Charlie, oder? Was meint ihr? Boasu. Oh, cool! Das ist mega cool! Okay. Storm. Nee. Oh, Moment. Charlie. Oder Charlie mit Y? Nee, ich finde mit IE ist besser. Okay, cool. Laura hat folgendes Tier gefangen: afrikanischer Graupapagei. Diese Spezies großer Vogel nimmt in ihrer Unterordnung die Position gewöhnlich ein. Das ist Oh, so cool. cute. Guckt mal. Jetzt sitzt sie einfach auf ihrer Schulter. Wie geil ist das? Ich liebe alles daran. Okay. Ja, und jetzt müssen wir natürlich auch ein Zuhause für ihn holen, aber dafür Bonjour. müssen wir erstmal. Bonjour, Mina. Oh mein Gott, Mina. das ist so cool. Eboritz. Das ist so Habits. cool. Baruski. Steck ihn mal wieder in die Tasche, genau. Das ist so cool. Dafür müssen wir jetzt erstmal kurz die Raubwanzen abgeben. Und zwar auf dem Markt. Okay. Ach so, ja, und die anderen. Hey, Josef, warum hast du aufgehört zu trainieren, Brudi? Ah, oh, er spielt mit seinem Sohn Schach. Okay, das ist süß. Aber tatsächlich hätte ich gerne, dass ihr euch jetzt auf den Weg nach Hause macht, ihr süßen Mäuse, weil das ist schon sehr spät. Dankeschön. Gracias. So. Hierhin gehen mit den Kiddos. Dankeschön. Okay, und ich hoffe, wartet mal, ich check mal ganz kurz was. Wie viel sind unsere Raubwanzen wert? 600 und 600. Also 1200 Simoleons müssten jetzt eigentlich schon drin sein, ganz ehrlich. Wenn das jetzt weniger ist, dann bin ich salty. Hallo? Hä, warum gibt sie das denn jetzt nicht ab, um Gottes Willen? Ah, okay. 4800 Simoleons? Okay, geil. Die sehen ziemlich einschüchternd aus, was? Ich denke, der erste Herrscher wäre enttäuscht, wenn es nicht so wäre. Du hast mir wieder einmal einen unschätzbaren Dienst erwiesen. Ganz ausgezeichnet. Wenn ich das nächste Mal Hilfe benötige, werde ich mich wieder an dich wenden. Okay, cool. Gerne. Gerne, gerne. Ja, dann kehren wir mal. Das wollte ich nicht. Kehren wir mal nach Hause zurück. Boah, jetzt können wir ja richtig geil unser Haus einrichten, ne? Aber das Allerwichtigste, Leute, ist jetzt erstmal. Achso, ja, und eine Lampe für die Kinder. Habe ich nämlich vergessen zu platzieren. Aber ich würde sagen, das Wichtigste ist tatsächlich jetzt erstmal ein kleines Zuhause für unseren Charlie. Guckt mal, sollen wir da so einen Käfig machen? Oder einen Vogelbaum? Aber ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, für Charlie ist das voll okay, wenn der hier so einen Baum hat. Weil der ist ganz brav, da bin ich mir sicher. Der ist ganz, ganz brav.
Wir passen das einmal an, dass es zum Rest des Hauses passt. Genau, einmal hier. Dann passen wir da die Farbe noch an. Und schon hat Charlie ein Zuhause. Und Laura möchte jetzt Champ Listen besuchen. Ja, du bald. Und sie will mit Charlie spielen. Ja, ich auch. Komm doch mal hier rüber. Und dann spiel mal kurz mit Charlie. Ishibu. Oh, das ist so cool. Das ist so cool. Yogi? Wartet mal. Ich finde irgendwie, die Lichtverhältnisse sind hier noch nicht so ganz ideal. Vielleicht mache ich da in die Ecke noch eine kleine Stehlampe. Ach, guck mal, die ist doch süß, oder? Das gefällt mir. Oh, schaut mal. Die zwei werden beste Freunde. Ich sehe es schon genau. Ups. Ich sehe es schon genau vor mir. Sind die süß? Oh mein Gott, ein bisschen weiter hoch. Nee, irgendwie kriege ich es nicht hin, dass ich das genau so positioniere, wie ich das eigentlich gerne hätte. Ja, ist schon okay. Ist schon okay. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass wir jetzt Charlie haben. Oh, wie cool. Okay, weglegen. Charlie. Boah, ich hoffe, es gibt keine Probleme, den wieder mit nach Hause zu nehmen. Dann ich wäre so sad, wenn wir den nicht mit... Ach, Charlie, beiß mich doch nicht. Was soll das? Das ist nicht cool. Wir sind doch Kumpels. Aua. Naja, okay. Vielleicht hat er Hunger. Vielleicht hat er auch einfach nur Hunger. Das kann natürlich auch sein. So, okay. Futter von Charlie nachfüllen. Gut. Ja, gut. Okay. Ja, dann, glaube ich, schicke ich jetzt Laura mal ins Bettchen. Yusuf. Moment. Yusuf schläft eh schon. Die Kleine ist auch auf dem Weg ins Bett, glaube ich. Ja, perfekt. Okay. Und in der nächsten Folge gucken wir dann mal, ob wir mit Yusuf noch ein bisschen weiterkommen. Ich würde zumindest gerne ein paar Turniere in China gewinnen. Ich meine, so wie sich das jetzt herausgestellt hat, dass wir hier gar nicht mehr so viel zu tun haben, können wir den Urlaub auch abkürzen dann und dann einfach nochmal herkommen, wenn wir das in Champ-le-Sim erledigt haben. Und dann können wir einfach Yusuf nochmal mitbringen. Und dann kann er da Großmeister werden, ne? Das ist ja auch kein Problem. Genau, aber an dieser Stelle mache ich jetzt erstmal Schluss. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und natürlich auch ein Abo, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns ganz bald in einem neuen Video. Bis dann. Tschüss!